Meine Freunde, habt ihr jemals zum Nachthimmel aufgeschaut und euch gefragt, ob es auch auf anderen Planeten Leben geben könnte? Welch wundersame Wesen wohl dort existieren könnten, die in freundschaftlicher Erwartung den historischen Moment herbeisehnen, in dem die Menschheit ihre ersten vorsichtigen Schritte ins Weltall wagt? Welche Legenden würde man sich wohl von dem glorreichen Tag erzählen, an dem wir mit unseren Brüdern jenseits der Sterne in Kontakt traten? Fünf. Systeme bereit, General. Vier. Komm schon, Baby. Zeig uns, was du drauf hast. Drei. Was zur Hölle? Zwei. Was zum Henker ist denn das? Eins. Nein, stopp. Stopp den Countdown. Inkompetenter Narr. Ich hätte dich nie losschicken sollen. Was geht ab, Pox? Du wirkst etwas, wie sagt man, etwas verstopft. Sagen wir mal, hoffentlich bist du keine Sackgasse der Evolution wie dein Vorgänger. Was? Ich kann dir nicht folgen. Ich verrate dir ein Geheimnis. Nicht viele von uns wissen das, aber die DNS-Muster in unseren Klonbänken degenerieren immer weiter mit jedem neuen Klon. Das ist schlecht, oder? Nur wenn wir durch das Klonen unsere Unsterblichkeit bewahren wollen. Natürlich ist das schlecht! Ich habe Crypto 136 zu einem Planeten geschickt, den wir vor vielen Äonen besucht haben. Einen Planeten voll mit purer Furonen-DNS. Der Kontakt ist abgebrochen. Verstehe ich das richtig? Du hast mich, ihn, Crypto 136, auf einen feindlichen Planeten geschickt und er ist verschwunden, vielleicht gefangen, wird vielleicht gerade in diesem Augenblick gefoltert? Ich würde keine voreiligen Schlüsse... Ja klar, das würdest du niemals. Hör mir mal kurz zu, Pox. Du bist echt ein Intelligenzbolzen, aber manchmal soll man nachdenken und manchmal besser einfach handeln und so ist es auch jetzt. Und was? Zweiteres. Vielleicht hast du ja recht, 137. Klar habe ich recht. Was glaubst du denn? Ein Kryptosporidium, der von Affen gefangen gehalten wird? Wir müssen dahin. Wir müssen ein paar Hirne verhackstückeln. Wir müssen mich retten. Ihn. Er muss mich retten. Ich muss, verdammt, Mann. Wann kann ich was in die Luft jagen? Geduld, Krypto, Geduld. Ich habe verstanden. Bereite das Mutterschiff vor. Genau das wollte ich hören. Also, wie heißt dieser lausige Planet? Unser Ziel, meinst du? Der Planet Erde. Ja, und an dieser Stelle einen wunderschönen guten Hallo, Freunde der leisen Tanzmusik, und willkommen zurück, diesmal zu einem neuen Let's Play. Und zwar, wie ihr schon gesehen haben werdet, Destroy All Humans. Ja, ein Spielchen, was ich schon eine ganze Weile auf dem Kicker hatte, was ich mir schon vor ewigen Zeiten gekauft habe, aber bis dato noch gar nicht gespielt habe.
ist mir mal so aufgefallen und ich habe gedacht, das Game ist sehr, sehr witzig und könnte uns allen ein wenig Freude und Spaß in dieser tristen Zeit bereiten. Gut, dann würde ich mal sagen, schauen wir mal rein und ich hoffe wie immer, euch geht es da draußen soweit gut und wenn nicht, ihr wisst schon, seht zu, dass ihr das wieder hinbekommt. So, willkommen in Archiv. Meinem kleinen Labor. Vielleicht wusstest du das nicht, aber ich betrachte mich als eine Art Erfinder. In meiner Freizeit habe ich ein paar sehr beeindruckende Upgrades für Waffen und für verschiedene Fähigkeiten entwickelt. Ich wäre bereit, sie mit dir zu teilen, falls du etwas im Tausch anbieten kannst. Zum Beispiel etwas von dieser köstlichen DNS, die du gesammelt hast. Hm? Okay, ein kleines hohes Skinausfall. Oh, das könnte interessant werden. Krampus? Oho. Frosty. No. Krypto 137, der Classic Skill, den würden wir jetzt auch erstmal beibehalten. Warte mal, da wird mir noch irgendwie was angezeigt. Du hast aber. Aha. Das sind ja schon einige. Oder habe ich da irgendwie ein Skinpack zusätzlich noch? Ich weiß es gar nicht. Ah, naja. Tut ja nichts zur Sache. Ich will nicht ins Hauptmenü. Missionsauswahl. Dann würde ich sagen, starten wir doch mal rein. Destination Earth. Blue Moon Drive in Cinema. Not playing. Plan 42. Ah ja. Ach, eine wunderschöne kleine Kuhweide. Aha. Na? Moo. Moo. Die Aufmachung spricht schon etwas schräg zu werden. Ich glaube, ich hatte das Spiel früher mal irgendwie auf PlayStation gespielt. Bin mir dessen aber nicht sicher. Was? Nee, ich wollte kein... Oh, verdammt. Ich wollte doch noch gar keinen Skin auswählen. Autopox an Kryptosporidium 137. Bitte komm, Kryptosporidium. Krypto hier. Wie ist die Aussicht? So sicher an Bord des Mutterschiffs. Sehr witzig. Sagen wir einfach, ich bin froh, dass ich hier oben bin. Und du dort unten. Widerlicher kleiner Planet. Also, Krypto, um den reibungslosen Ablauf der Invasion sicherzustellen, ist es unumgänglich, die dominante Lebensform dieser Welt auszumachen. Diese eutertragenden Wiederkäuer werden dominant. Ja, total. Du meinst doch bestimmt nicht diese übel riechenden Gasbeutel hinter dem Zaun? Doch, ich fürchte schon. Aber die bestehen doch nur aus Nippeln. Sofort, Kryptosporidium! Na gut. Okay. Dann gehen wir mal an die Nippelkühe. So, ganz kurz Moment. Mutterschiff? Nein. Nein. Jungs, nee. Ja. Toll, ich kann den Skin nicht ändern. Naja, gut. Überprüfe besser, ob dein Anzug auch in der irdischen Atmosphäre einsatzfähig ist. Los, beweg dein Hintern! Ja, ich bewege ja schon. Erreiche die Kuhweide. Ja, das sollten wir hinkriegen. Wir können mit dem Cortex-Scan in die Köpfe niederer Lebensformen blicken. Reiß ihre Gedanken aus ihren armseligen kleinen Gehirn heraus. Hab ich. Primitiv. Doch voll so tiefe Einsichten. Scanne noch eine. Na? Ach, die da hinten. Wieder nur. Sichtbarkeit verlierenden Wiederkäuer wollen uns hinters Licht führen. Ja, bestimmt. Die essen mit dem Mund? Ich glaube, mir wird gleich furchtbar übel. Stimmt, wir essen ja mit dem Arsch.
Achtung, Achtung, Erdlinge. Dieser Planet ist ab sofort Teil des Furonischen Imperiums. Eure gnädigen Herrscher grüßen euch. Wir würden dich gern zum Zweck wissenschaftlicher Untersuchungen entführen. Diese Prozedur wird langwierig und sehr unangenehm. Irgendwelche Einwände? Erdling, ich spreche mit dir. Antworte, oder du wirst vaporisiert. Oh. Mich interessiert nicht, wie viele Mägen du hast. Ich habe keine Zeit für sowas. Wir Furonen besitzen die unglaubliche Macht der Psychokinese, Crypto. Nimm ein Objekt oder eine Kreatur ins Visier und hebe sie in die Luft. Mach diese Streitsekunden Wiederkäuer mit deiner PK fertig. Ramm sie und erspitzt in den Boden. Alles klar, machen wir. Juhu! Oh! Eine Mu! Verflucht seien diese Kreaturen! Was sind das für eine Sonden hier oben? Hier sieht sie auch, oder? Kuh im Weltall! Kaboom! Gute Arbeit, Crypto! Martha! Du hast mir gar nicht gesagt, dass wir heute Abend grillen! Moment mal, das ist kein Steak, das ist... Du heiliger Strohsack! Martha, gib mir die Flinte! Was? Das sieht nach einem Fall für den Zap-O-Matik aus. Grill den Farmer! Alles klar, einmal Farmer gegrillt. Gehirn extrahieren. Flop, oh. Stamm aufnehmen und so Furonen, den er sammeln. Alles klar. Harold, komm her, das musst du dir ansehen. Da ist ein sprechendes Pferd im Fernsehen. Sowas hab ich wirklich noch nie. Hi, Martha. Ah, kleine grüne Männchen. Ah! Ich bin nicht grün, ich bin golden. Ich bin nicht grün. Genau. Also wirklich. Kleine grüne Männchen. Schilde. Solange Schilde über Energie verfügen, schützen sie dich vor Schaden. Wenn der Schild nicht vollgeladen ist, zeigt dir ein Balken den aktuellen Stand. Wenn du getroffen wirst oder Wasser berührst, oh, Wasser ist der Feind, verlierst du Schildenergie. Einige Effekte erzeugen mehr Schaden als andere. Wenn er keinen neuen Schaden erleidet, wird sich der Schild nach ein paar Sekunden wieder aufladen. Die Schildanzeige wird rot, wenn keine Energie mehr zur Verfügung steht. Ein einzelner Treffer könnte dann tödlich sein. Weiche Schüsse aus oder ziehe dich aus dem Kampf zurück, bis der Schild sich wieder auflädt. Das Einsammeln von Hirnstämmen setzt die Verzögerung beim Neuladen des Schildes runter. Das Schiff verfügt über einen eigenen Schild. Um ihn zu laden, musst du den Energieentzug des Schiffes auf Menschen oder Fahrzeuge anwenden. Die Schilde des Schiffs laden sich nicht eigenständig wieder auf. Sei gnadenlos, okay. Lass keinen am Leben. Okay. Miau. Fliegen! Fliegen zum Sieg! Ich will Hirn. Hirn ist gut. Na komm, flop. Ups. Ist er jetzt tot? Habe ich getötet. Ja, Hirn ist gut. Oh, da sehen wir unser Hirn auch noch. Du bist der, der meine Kühe gestohlen hat. Ein guter Tag zum Schuss. Ein bisschen trocken. Kann ich auch mehrere gleich machen? Nein, kann ich nicht. Oh, und denn jetzt? Ach so. Gute Arbeit, Crypto. Oh nein, die Bullen, weg hier! Guten Abend, Miss Turnipseed. Bauer Dixon von der anderen Seite der Straße hat uns angerufen. Er hat gesagt, er hat ziemlich seltsame Geräusche aus dieser Richtung hier gehört. Kleine grüne Männchen! Was ist das? Ein neues Silo? Mit einer Strahlkanone! Crypto! Dieser menschliche Gesetzeshüter versucht offenbar, sich ohne Befugnis Zutritt zu deinem Raumschiff zu verschaffen.
Wenn diesen Erbsenhirn dein Quantendekonstruktor in die Hände fiele, könnten sie ein Loch in das Raumzeitkontinuum reißen. Oh, oh, Loch in Raumzeitkontinuum. Schlechte Idee. Um Furons Willen, vaporisiere sie, Crypto. Anu, hat das auch ein Gehirn, was ich kriegen kann? bringt mir nichts. Borg! Furionische Drohnen. In abgestürzte furionische Drohnen, um mehr DNS zu erhalten. Und Furionigami Kunst freizuschalten. Okay. Ach, Jetpack. Oh. Brauche ich Hirn. Zeig dich. Ah! Du hast das Recht zu schweigen. Crypto, mein Radar zeigt mehr Menschen im Anmarsch. Schnell zum Raumschiff. Ja, ja, ich Raumschiffe schon. Und vernichte alles, was dir vor die Rohre kommt. Ich brauche noch ein bisschen Hirn. Ein bisschen Hirn auf dem Weg. Na komm. Schade, dass das nicht automatisch so angesaugt wird. Oh, halte eh. Dreh eine Runde in deinem Raumschiff, Crypto. Entwickle ein Gespür für die Steuerung und dann feuer drauf los. Alles klar. Zerstöre alle Gebäude, hinterlasse keinen Spuren. Der Todesstrahl. Zurück in die Steinzeit. Perfekt. Perfekt. Ey, achso, muss auch aufladen. Oh, was noch? Ah, da. Das Wohnhaus. Schön. Das war ja einfach. Ja, da wird mir was rot angezeigt. Ah, durch ihn. So, nö. Ach, das auch noch. Okay. Danke, danke. Kaputt machen kann ich. Oh, oh. Das Militär. Ausrücken, Männer! Los, los, los! Ja, Private Paula, sie auch noch. Längst wo steht's voran? Längst wo steht's voran? McCarthy, der ist unser Mann. McCarthy, ja? Okay, so ein Ding ist das. So eine Freude, die menschliche Kriegsmaschinerie. Wir dürfen nicht zulassen, dass sie ihren Anführern von unserer Anwesenheit berichten. Lösche sie aus! Sofort! Feuerfrei! Nix feuerfrei. Ich gebe euch mal Feuer frei. Hiermit gebe ich dir die Erlaubnis, alle Menschen zu vernichten. Mach ich. Arbeite dran. Na? Na, hat sich das gelohnt? Hat sich das gelohnt? Nein, ich glaube nicht. Da steuert sich ein bisschen komisch. Maus vorwärts ist Raumschiff hoch. Achso, die sind schon. Pass auf, nördlich in den Büschen sind noch mehr. Ab in Norden. Lade die Schilder deines Raumschiffs einfach auf, indem du einem beliebigen menschlichen Fahrzeug Energie entziehst. Aha, das geht also. Okay. Hervorragend! Ah, da sind noch mehr. Holen zum letzten Schlag aus. Lösche sie ein für alle Mal aus. Alles klar, ich lösche. Oh, das macht schon Spaß hier. Wir rotten sie aus, diese Affen. Perfekt. Perfekt. Oh, das sieht doch gut aus. Huch. Mal. Hervorragende Arbeit, Crypto. Danke, danke. Sowas kann ich ganz gut. Oh, komm jetzt die MIB oder was? Das wirkt so. Oder die Blues Brothers. Hast du das auch gesehen? Darauf kannst du einen lassen. Was hast du gesehen? Ein kleines grünes Männchen in einer Untertasse, das die beste Einheit der US Army ausgelöscht hat. Ich bin nicht ja, grün. Ja, gut. Ich auch. Grün? Nicht grau? Mach dich nicht lächerlich. Weißt du, was das bedeutet? Natürlich. Was denn?
Das heißt, die Zeitungen hatten ausnahmsweise mal recht. Ruf Silhouette an. Der schlimmste anzunehmende Fall ist eingetreten. Lagen die Streber etwa richtig? Ich glaub's ja nicht. Solltest du aber. Roswell war erst der Anfang. Die Invasion hat begonnen. Oh ja. Und wir werden alles auslöschen. Missionsfortschritt 90%. Was? Hörte die Frau des Bauern mit Hilfe eines Hühnchens. Hühnchens. Okay. Alles klar. Rinderverstümmelungswahn. Bauer verschwindet inmitten von Kuh-Misshandlungsanklage. Okay, Alter. Der sieht schon ein bisschen gestört aus. Na dann, ich weiß, was du jetzt denkst. Was kann ich als einfacher Neuling tun, um bei der Vernichtung der Erde und dem Aufstieg des Furunischen Imperiums zu helfen? Ich verrate es dir. In der Frühphase des Imperiums haben wir bereits realisiert, dass unsere Spezies dem Tode geweiht ist. Äonenlang haben wir Kriege gegen unterlegene Rassen geführt, mit Atomwaffen, die unsere Gene mutieren ließen. Wir konnten uns nicht mehr fortpflanzen, was auf den Mangel an Genitalien zurückzuführen ist. Glücklicherweise stieß ein Furonenschiff auf dem Rückweg von der Zerstörung der Marsianer auf die Erde. Die menschliche Gesellschaft war jung und paarungswillig. Unsere Kadetten waren auf einem fremden Planeten, sie wollten Dampf ablassen. Die Kurzfassung davon ist, jeder einzelne Mensch, der heute auf der Erde lebt, hat tief im Innersten seines genetischen Codes einen Strang Furonen-DNS. Im Laufe der Äonen haben wir zwar gelernt, uns zu klonen, aber mit jeder neuen Version geht ein Informationsverlust einher und die Ergebnisse werden unvorhersehbar. Die Furonen-Gene in der menschlichen DNS sind uralt und unberührt. Sie stellen die Zukunft unserer Spezies dar, wenn wir sie nur erlangen könnten. Wenn wir sie nur erlangen könnten. Eine Verbesserung für dein Raumschiff? Nein. Wie sieht es mit deiner Waffe oder deinen Fähigkeiten aus? Moment, ich möchte erstmal den Skin wieder ändern, weil der ist jetzt nicht. Die Hand des Mieters. Wo ist er denn? So, den will ich. Erstmal mit dem Standard. Nein. Crypto. Mal gucken. Zappomatic. Gehirnextraktor, was habe ich denn? 1175. Hier noch. Irgendwie noch alles gesperrt. Außer Seppomatik. Geht nicht. Geht nicht. Hä, willst du mich verkackeiern? Ach, so rum läuft das. So ein Ding ist. Gehirnextrakt wird auf andere Menschen übertragen, wenn ein Kopf explodiert. Auswählen? Ich hab doch 1000. Warum geht das nicht? Okay. Muss ich wohl. Das kostet 1500. Ja, danke für gar nichts. Ihr hört die Ladung der Seppo-Zellenbatterie. Okay. Dann machen wir erstmal das. Raumthief. Oh, Todesstrahl. Ballwellen. Schild. Aha. Das sieht ganz gut aus. Alles klar, Freunde. Dann würde ich sagen, reicht das für heute. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like oder ein Abo da. Schreibt einen Kommentar. Das hilft mir sehr. Aber Hauptsache wie immer, ihr schaut das Video. Bis zum nächsten Mal. Euer Scotty. Ciao, ciao.